Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Lego Jurassic World bzw. Jurassic Park. So, wir laden unseren Fortschritt. 2% haben wir gerade mal. Aber wir bestätigen und spielen weiter. Mal gucken, wie lang diese Folge bzw. kleine Aufnahmesession wird. Ja, werden wir jetzt verwenden. Isla Nubla, Jurassic Park. Ich hätte die nicht zu mir gerufen. Jurassic Park. Jurassic World. Aber ich hatte mir gedacht, wir machen so chronologische Reihenfolge. Erst den Park. Und dann die Welt. Mahlzeit. Ja, wir nehmen allerdings erst den Park. Meine Damen und Herren, willkommen im Jurassic Park. Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum bringt. Dankeschön, das nehmen wir doch. So, erstmal wieder hier die Tasten finden. Hallo? Wie war das Wechseln? Auch mit Ruhe. Gedrückt halten, wir nehmen Hammond als Fahrer. Warum können die sich jetzt nicht bewegen? Aha. Okay, die funktionieren mit ihr. Ach, jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Genau. Das ist immer so eine Gewöhnung, man will halt immer mit der Maus weiter steuern. Halt. Genau, immer alles schön mitnehmen. Entschuldigung. So. Okay, das muss Hammond machen. Dann Hammond, du bist dran. So, links, hoch, links. Sehr schön. Gut, jetzt können wir wieder mit dem Auto fahren. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Die Spitze.
erzählst, der Ferryformann ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sattler, willkommen Jurassic Park. Ach ja, der gute Jurassic Park. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. So, was kann man denn hier alles machen? Nein. Also man muss so viel wie möglich mitnehmen. Sammelt ihr nicht mit? Schweine. Na komm, wir lassen mal die Autos stehen. Ach, das ist die Karte. Alles klar. Aha, hier gibt es also nur Pflanzenfresser. Okay. Müssen wir doch nochmal das Auto holen. Da. Ja, das eine haben wir jetzt liegen lassen. Vielleicht ist es bis dahin noch da. So, mal gucken, ob wir die alles hier benutzen können. Da ist irgendwas Leuchtendes. Entweder kommt das erst später. Und wir müssen halt mit Grant ran. Muss mal schauen. Meins, kommst du? Dankeschön. Ach ja. Na komm, wir probieren mal Grant wieder aus. Da, einen Grant. Nö, okay, dann holen wir unsere Fahrzeuge. Und fahren einfach weiter. So. Mm-hmm.
J. Aber das muss man mit Frau Grant machen. Oder Settler, besser gesagt. Und das müsste man, glaube ich, genau mit Mr. Grant machen. Denn der darf erstmal hier wieder Schnibbel die Schnipp machen. Und es öffnet sich. Geh mir aus dem Weg. Können wir die nicht auch kaputt machen? Nein. So. Fährt jeder mal. Ja, dann holen wir mal das andere Auto für die, damit die das steigen können. Sehr schön, jetzt kommen wir endlich wieder vorwärts. Spannung. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Okay, viele, viele Pflanzenfresser. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strängen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute.
Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Park Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Sie haben ein Erinnerungsvermögen. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Kommen Sie schon, los. Schon wieder das Problem. Die Kriege sind einfach nicht groß genug. Da passt ja kaum eine Ziege rein. So. Gebt mir meine Coins. Coin Junkie hier. Kurz mal gucken, wen haben wir denn alles? Okay, wir haben nur den Bauarbeiter. Hier kommen wir noch nicht rein. Immer noch nicht kaputt. Das war eine hartnäckige Palme. Okay, dann gucken wir mal. So, da gucken wir gleich hin. Muss ich doch noch mal hier unten hin? So ist's besser. Fehlt nur noch die Kuh. Okay. Nicht zur Gehegeschalttafel? So, meine Coins wieder her damit. Hoch, links, hoch. Sehr schön.